Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Solltest du hier neu sein, mein Name ist Fee und heute habe ich einen Buchtipp für dich und zwar Skincare Decoded, ein ganz tolles Buch. Ich wurde auf Instagram mit deren Werbung bombardiert, also der Verlag hat Werbung gemacht und zwar massiv bei mir. Ich dachte mir, schau es dir mal an, vielleicht ist es was für deine Schülerinnen, also für angehende Kosmetikerinnen. Und ich finde dieses Buch wirklich sehr großartig. Ich habe es auch Kolleginnen gezeigt, die mehrere Jahre in der Kosmetikbranche arbeiten und die fanden das ebenso toll. Die haben sich sogar das nachgekauft. Also wirklich ein sehr gelungenes Buch. Ich werde übrigens dafür nicht bezahlt. Alle Informationen findest du unten in der Infobox. Ich habe das Buch mir selbst gekauft. Ich finde, Victoria und Gloria, die zwei Autorinnen, haben sich besonders viel Mühe gegeben. Nicht nur mit dem Aufbau des Buches, sondern auch mit den Grafiken. Also es ist wunderschön gestaltet und sehr einfach erklärt. Das heißt, du brauchst keine Angst zu haben, mit Fachbegriffen bombardiert zu werden. Und wenn Fachbegriffe fallen, dann sind die definitiv erklärt und alles ist verständlich. Die zwei haben sich kennengelernt bei L'Oréal. Laut deren Angaben ist es so, dass man nicht viel zu sagen hat als Chemiker, was ich echt schwierig finde, denn wozu brauche ich Profis, ne? Also wenn ich einen Profi da habe, dann will ich sein komplettes Wissen ausschöpfen. Auf jeden Fall ging es denen zwei auf die Nerven, was ich super verstehen kann. Und die haben ihr eigenes Ding gemacht. Die haben eine Instagram-Seite, ich verlinke dir unten in die Infobox. Ansonsten, die zwei haben sich zusammengetan und dieses Buch geschrieben. Und ich bin echt dankbar dafür, weil es so gut ist. Es fängt an, indem man die Haut erklärt, den Aufbau der Haut. Dann werden die einzelnen Hauttypen erklärt. Was ich besonders gut finde, ist, dass gesagt wird, dass eben der Hauttyp, der Hautzustand nicht für immer dauert, sondern im Laufe des Lebens sich das verändern kann. In anderen Fachbüchern ist das nicht der Fall. Da wirst du meistens ein Hauttyp zugeordnet und vom Gefühl her war es es dann auch. Hier wird dir eben erklärt, im Laufe deines Lebens kann sich dein Hautzustand, ich würde auch nicht Hauttyp sagen, ändern. Was mir gefehlt hat, was ich echt schade fand, ist, dass die Seborrheica nicht erklärt wird. Das ist die unreine Haut, die gleichzeitig trocken ist. Und die meisten, die diesen Hautzustand haben, gehen sehr aggressiv mit ihrer Haut um. Sie versuchen mit allen Möglichkeiten, das Fett zu reduzieren. Dabei trocknet die Haut mehr aus und produziert immer mehr Fett, damit sie sich eben selbst schützt. Und dann ist man eben in diesem Teufelskreis. Diesen zu durchbrechen ist wirklich sehr schwierig. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass das auch mit aufgegriffen wird. Zum Beispiel hatte ich letztens eine Kundin gehabt, die eben diesen Hautzustand hat und die wäscht sich viermal am Tag die Haut. Das ist schwierig, ihr klar zu machen, lass es sein, weil die Haut in ihren Kopf muss mal viermal gewaschen werden. Eine ganz schwierige Situation. Deswegen finde ich auch übrigens das Buch sehr, sehr super, damit du deine Haut verstehst. Denn umso besser du deine Haut verstehst, umso besser kann ich dich beraten. Ich finde, jeder, der sich für seine Haut interessiert und eine optimale Pflegeroutine haben will, sollte dieses Buch lesen. Auch altersmäßig würde ich da keine Zuordnung machen. Es passt genauso gut zu einem Teenager, aber auch zu einem Erwachsenen. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich definitiv dieses Buch nehmen und dem Kind das in die Hand drücken. So ab 14 kann man das so alleine dem Kind geben. Alles, was drunter ist, muss man vielleicht zusammen sich mal durchlesen. Dann hat das Kind nicht nur was, sondern ich gleichzeitig auch. Viele Informationen, also auch Anti-Aging ist da mit drin. Es sind zwar für Erwachsene, aber es ist schon mal gut, das mal gehört zu haben. Und es ist gut, wenn man von Anfang an sich richtig pflegt. Deswegen schau dir dieses Buch an. Also man kriegt rundum ein Verständnis für seine Haut und die Pflege. So, das war's von mir. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen, trotz dass es so kurz war. Wenn du mehr von mir sehen willst, schau auf Instagram vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir uns hier das nächste Mal wiedersehen.